Mein Name ist Elke Klons-Pfeffer. Ich bin Beratungsstellenleiterin der Lohnsteuerhilfe Bayern in Suhl. Wir sind hier auf dem Friedberg und feiern hier unser 25-jähriges Jubiläum. Nicht passiert. So, jetzt legen wir an. So. Wir haben unsere Mitglieder dazu eingeladen, am Wurftaubenschießen sich zu messen, gegeneinander, miteinander. War einfach so, dass wir gedacht haben, wir wollen uns für die Verbundenheit und Treue unserer Mitglieder bedanken und ein kleines Event gestalten. Vielen Dank für die gelungene Feier. Das ist schön gemacht. Lisa, nochmal herzlichen Dank. Natürlich. Danke. Ganz, ganz lieb. Wir müssen nochmal den Kuchen woanders hin. Den würde ich nehmen und würde vor uns selten. Ist das nicht ein schöner Kuchen? Gespendet von der Beratungsstelle Erfurt. Die LOHI, die Lohnsteuerhilfe Bayern, als Lohnsteuerhilfeverein ist eine sogenannte Selbsthilfeeinrichtung für Arbeitnehmer und Rentner. Wir als steuerliche Berater erstellen für unsere Mitglieder im Rahmen einer Mitgliedschaft natürlich die Einkommensteuererklärung, führen Beratungen durch, überprüfen Steuerbescheide und legen bei fehlerhaften Steuerbescheiden beim Finanzamt Einspruch ein. Also ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei euch bedanken, gell? Dass ihr mir immer diese Entwicklung ermöglicht haben, Vater auch du, gell? Herzlichen Dank. Also wir hatten heute zu Gast den Weltmeister im Wurftaubenschießen, den Frank Günther, der unsere Mitglieder durch das Programm führt und das Wurftaubenschießen erläutert. Besonders freuen wir uns, dass der Bürgermeister der Stadt Suhl, Herr Klaus Lambrecht, die Zeit gefunden hat, an unserer Jubiläumsveranstaltung teilzunehmen. Weil der Bürgermeister beim Lohnhilfeverein natürlich zwei Seiten sieht. Einmal tatsächlich den Bürger, der nach einer guten Abrechnung auch Geld zurückbekommt, und der Bürgermeister, der natürlich sagt, je mehr Geld im Steuersäckel ist, desto mehr kann er auch für die Bürger tun. Also ich glaube, beides gehört zusammen, aber ich denke natürlich, klar, in erster Linie für die Mitglieder des Vereins eine Hilfe zu geben. Und mein Schwiegervater war lange, lange Jahre auch Mitglied und hat als Senior seine Steuererklärung, die man ja neuerdings auch machen muss, über den Lohnhilfeverein gemacht. Ich denke mal, eine sehr sinnvolle, eine sehr gute Einrichtung, und ich freue mich, dass auch über die Jahre, ich habe die Chronik mal durchgelesen, dass auch sehr gut gewachsen ist, also ein Bedarf auch da ist. Es ist eben wichtig, dass man sich eine kompetente Beratung sucht, um alle Möglichkeiten auszuschöpfen, nicht zu viel Steuern zahlen zu müssen. Der Jahresmitgliedsbeitrag in unserem Verein richtet sich nach der Höhe der Einkünfte und liegt zwischen 45 bis 375 Euro. Moni, nochmal herzlichen Dank für den schönen Tag. Das freut mich. Na, mein Sohn. Grundsätzlich sollte sich jeder Arbeitnehmer und Rentner eine angemessene steuerliche Beratung leisten können. Vor 50 Jahren trafen sich in München 10 Personen, die erkannt hatten, dass viele Arbeitnehmer bei der Erstellung ihrer Steuererklärung Hilfe brauchten. Darum gründeten sie die Bürgerinitiative der Lohnsteuerhilfe Bayern, die Geburtsstunde der LOHI. Da gratulieren wir jetzt mal der Lohnsteuerhilfe zu 50 Jahren. Ja, wir gratulieren die. Zielsicher in die Zukunft. Genau. Mit Suhler Waffenöl und in einem Thüringer Bratwurstkönig. Ja. Weil wir selber eine Selbsthilfeeinrichtung sind, unterstützen wir auch andere Organisationen.
So haben wir zum Beispiel eine Spende an die Jugendfeuerwehr in Höhe von 500 Euro gespendet. Und wir haben dem Verein Next, das ist das Kunsthaus in Meining, das junge Künstler unterstützt, ebenfalls mit 500 Euro gewürdigt und haben 500 Euro gespendet. Das heißt, jeder zu Hause kennt das, wenn wir jetzt diesen Fettbrand mit Wasser löschen, ist quasi das hier. Jetzt stellt man sich vor, das machen wir zu Hause in der Küche. Und jeder weiß ja, wie seine Küche aussieht, danach sieht sie definitiv etwas anders aus. Im Durchschnitt aller Steuererstattungsfälle erhielten unsere Mitglieder im Jahr 2015 1270 Euro zurück. Geld, das unseren Mitgliedern zur Verfügung stand, um die Wirtschaft in der Region mit anzukurbeln und das am Ende teilweise in das sogenannte Steuersäckel wieder zurückgeflossen ist.